Ärzte, hört man mich? Ja, sehr gut. Ja, grüß Gott, Herr Lasse. Hallo. Hallo, Salzburg. Ja, Sommer! Eis! Schwül! Und die Hundstage sagt was? Aber da sagt man jetzt nicht mehr Sommer, man sagt jetzt Klimanotstand. Da müssen wir Angst haben. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass wir 29 Grad auch früher mal gehabt haben, einen heißen Sommer, und wir haben das genossen und sind nicht in Panik gefallen. Naja, müssen wir uns erst dran gewöhnen. Ja, Ukraine-Krieg. Jetzt kommt die zweite Eskalationsstufe. Die Amerikaner haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt Streubomben an die Ukraine liefern möchten. Das sind geächtete Waffen. Vor einem Jahr hat die Pressesprecherin im Weißen Haus gesagt, wenn Russland Streubomben verwendet, dann ist es ein Kriegsverbrechen. Russland hat die nicht eingesetzt, das ganze Jahr nicht, werden sie ja schon nicht einsetzen. Aber die Amerikaner, die NATO wird das jetzt einsetzen, haben sie gesagt. Ja. Es gibt offensichtlich einen Unterschied, es gibt böse Streubomben, die Russen, und es gibt gute Streubomben, wie die Amerikaner offensichtlich. Ja. Da gibt es Unterschiede. Genauso wie es ein gutes CO2 gibt und ein böses CO2. Das gute CO2, das ist von den Air Defender, da war diese Luftverteidigungsübung, die haben mehr CO2 rausgestoßen, wie eine Stadt wie Mödling das ganze Jahr rausbläst. Das ist das gute CO2. Aber wenn es um den Dieselbauer geht und den Häuselbauer, der ist eine alte Heizung hat, das ist das böse CO2. Okay. Und daran müssen wir glauben. Glauben müsst ihr daran. Fest daran glauben, so wie die an die Zahnfee. Das wird dann gebetsmühlenartig wiederholt in unseren Qualitätsmedien. Und ich sage, es tut schon so weh, wenn man sich das anschaut, wenn man da reinschaut in diese Gazetten. Das ist eine Beleidigung an jeden breitdenkenden Geist eigentlich. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe mit einem Russen gesprochen, wie die Situation jetzt in Russland ist. Und er hat mir gesagt, es hatte diesen Wagner-Aufstand gegeben vor einer Woche. Dieses Intermezzo war nach 24 Stunden war das zu Ende. Und es hat sich eins gezeigt, dass die russische Bevölkerung hinter ihrem Präsidenten steht, hinter Putin. Also offensichtlich diese Geschichten, dass er der Böse ist und Putin will die ganze Welt erobern und so weiter, das nehmen die Leute nicht ganz genau ab. Also, wir sind jetzt drauf gekommen, dass vor einem Jahr, wie diese Friedensverhandlungen waren, wo sie noch kurz vor einem Friedensschluss waren, Russland angeboten hat, die Krim und den Donbass zu pachten für 15 Jahre. Das muss man sich ja vorstellen. Er wollte das wieder zurückgeben nach 15 Jahren, wenn die politische Situation besser gewesen wäre. Also nichts mit Eroberung von der ganzen Welt, wie sie das immer weiß gemacht haben. Okay, ja. Das wollte ich noch sagen. Danke. So, hallo liebe Freunde. Stark, dass wir heute alle zusammen sind. Zusammen gehen. Heute, ihr wisst ja, die zweite Salzburger Standdemo auch. Wir werden uns dann nachher, nach dem Friedensbauerkreis natürlich, wir haben uns dann zu unserem Stamm begeben, da werden wir ein bisschen abwechseln mit Reden. Der Matthias wird Tafel spielen. Wir werden wahrscheinlich auch Meditation machen mit Tafel. Ja? Und der Sepp wird das Demo-Quiz leiten, bis wir 5 sind. Ich hoffe, dann seid ihr alle dabei. So, und jetzt noch, ja, der Matthias hat es eh gesagt, die Themen, die gehen nicht aus. Und es ist einfach so, dass ein paar tausend Kreaturen die Menschen auf die Knie zwingen wollen. Viele gehen schon auf die Knie vor denen, beten sie an, machen alles, was sie sagen. Sie glauben schon an diese Klimageschichte. Ältere Leute sagen, das hat es noch nie gegeben. An einem Juli-Tag, 30 Grad. Wir sehen schon, wie diese Hypnose, diese Manipulation funktioniert. Bei vielen Leuten nicht. Und die Mehrheit der Leute, dort funktioniert es nicht. Denn die Mehrheit der Menschen lassen sich von diesen Kreaturen nicht in die Knie zwingen. Sie stehen auf und
Sie machen alles Mögliche, was ihnen möglich ist, an Talent, an Möglichkeiten, diese Kreaturen einfach das Handwerk zu legen. Jetzt, in dieser Zeit, jetzt ist der Mensch gefragt. Der Mensch, das ist zu erinnern. Der Mensch eint, ob es ein Russe, ein Ukrainer, ein Amerikaner, ein Europäer, ein Christ, ein Buddhist, irgendeiner politischen Partei angehört. Das sind die Dinge, die bisher den Menschen getrennt haben, den Menschen dazu gebracht hat, sich gegeneinander, gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Nur wegen einer Ideologie, einer religiösen Ideologie, einer politischen Ideologie oder einer nationalen Ideologie schlagen wir uns die Köpfe ein. Das muss man sich vorstellen. Nur wegen einem Bild im Kopf, das nicht mit dem anderen zusammenkommen kann. Das muss man sich vorstellen. Uns eint das Herz, das Menschsein. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Das hat er gesagt. Und er hat vom Namen Gottes geredet. Der liebe Gott hat einmal seinen Namen gesagt. Und zwar, ich bin. Ich bin. Das ist kein Name, ein besonderer Name für irgendeine Wesenheit da oben, da unten, links, rechts. Dieses Ich bin ist unser aller gemeinsamer Name. Mit Ich beginnt's. Und das Sein dahinter, dieses Sein und unser Spüren, ist das, was uns eint. Alles andere trennt. Und genau diese Trennung, ist jetzt aufgehoben und wir als Menschen kommen zusammen. Wir treffen uns wahrlich im Herzen. Im Herzen. Und dann hört das auf mit diesem Krieg, mit dieser Zerstörung. Mensch gegen Mensch. Was ist da los? Jetzt, wenn wir nur wollen, dann haben wir in einer Woche auf der Erde Friede. Der Wille, nicht der Wille zur Zerstörung, der Wille zum Krieg, der Wille für den Frieden, der Wille für das Menschsein, der Wille für das gemeinsame Herz. Und in einer Woche haben wir Frieden. Und da komme ich jetzt zu diesem Herrn Bern. Parolo. Künstler mit dem weißen Kittel da unten. Wir haben es jetzt immer wieder gesagt. Er, der immer so tut, dass er für die Menschen ist. Er, der immer so tut, als ob er für Frieden ist. Immer. Er und seine ganze Mannschaft davor. Immer wieder. Und die Menschen glauben ihnen. Diesen Heuchlern. Was haben sie getan? Nichts. Ihr Geld, ihre Macht haben sie ausgebaut. So, aber es hat auch sein Gutes. Nämlich, jetzt hat er ziemlich viel angesammelt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Immobilien hier der Kirche gehören, hier in Salzburg alleine. Und deshalb, wenn es diesen Künstler Papst ernst gemeint ist, dann gibt er 70% seines Barvermögens, 70% auch seiner Immobilienwerte als Zeichen für den Frieden. Und er soll es jetzt tun, statt reden, statt rumzuchatten mit seinem Flieger. Diese Heuchler, er soll es jetzt tun, 70%. Das ist eine einfache Geste. Und wir haben Frieden innerhalb von einer Woche. Dieses Gerede von Frieden, dieses Gerede von Armut, der braucht die Armen. Die Armen braucht er. Das sind diejenigen, die er braucht. Er nützt die Menschen aus und sie haben die Menschen seit 2000 Jahren ausgenützt. Und Jesus ist nicht umsonst ans Kreuz genagelt worden. Weil er nämlich dem Menschen auch seine wirkliche Selbstbestimmung zurückgegeben hat, indem er gesagt hat, jeder von euch hat die Kraft,
hat die Macht in seinem Herzen. Jeder von euch ist das Licht dieser Welt. Ist das Licht dieser Welt. Jeder von euch erschafft diese Welt. Lasst euch nichts anderes sagen. Sie wollen euch manipulieren jetzt mit ihren Ängsten und mit ihrer Panikmache. Sie wollen euch manipulieren. Sie wollen, dass ihr nur noch ans Überleben denkt. Sie wollen, dass ihr nur noch in der Angst lebt. So, dass ihr alles tut, was sie euch sagen. Das ist ihr Plan. Das ist subtile Manipulation am menschlichen Geist. Eine ganz primitive dazu und leicht zum Durchschauen. Schaut ganz genau hin. Wir spüren uns gemeinsam. Wir spüren uns im Herzen. Wir spüren unsere Kraft. Wir werden von allen möglichen Linien angegriffen. Geistiger Natur, materieller Natur, von überall. Sobald das Licht in diese Welt kommt, versucht die Dunkelheit alles Mögliche, um das Licht wieder zum Verschwinden bringen lassen. Aber die Dunkelheit ist blöd. Warum ist sie hier, die Dunkelheit? Weil das Licht vorher ist. Sie sind die Schatten und wir sind das Licht. So. Bitte. Wir treffen uns gemeinsam. Wir treffen und spüren uns gemeinsam in unserem Herzen. Jetzt. Jetzt. Das eint, da ist die Kraft und da ist die Macht. Und in Wirklichkeit ist das die ganze Welt. Jeder Mensch, er ist nur verblendet von irgendeiner Ideologie. Das ist sein Balken vor dem Kopf. Vor seinen Augen, vor seinem Kopf. Er sieht nichts mehr, er sieht nur noch die Schriften und die Dogmen. Diese Zeit ist vorbei, der Balken ist weggenommen, die Sicht ist frei, das Licht leuchtet. Es ist hier, jetzt, die ganze Erde leuchtet. Sie strahlt vor Licht und wir sind die Menschen des Lichts. Gut. So, möchte da noch jemand? Also, wir machen jetzt nachher dann gleich noch den Friedensbauerkreis unbedingt und dann begeben wir uns zu unserem Demostand. Heute früh habe ich im Radio, auch wenn es ein konventionelles Medium ist, eine Stunde Poesie und Musik gehört. Und das tue ich schon seit etlichen Jahren immer wieder, Sonntag früh von 8 bis 9. Danke. Und in dieser Poesie- und Musikstunde, da habe ich Rilke unter anderem gehört und Maria von Ebner-Eschenbach über die Liebe, Gedichte über die Liebe. Und es war auch etwas dabei, was mich sehr überrascht hat. Und das war nämlich das hohe Lied der Liebe von Paulus an die Korinther. Und das möchte ich, vielleicht kennen es viele von euch, aber vielleicht ist es manchen auch nicht so gut bekannt, einfach jetzt vorlesen. In dieser Welt des Hasses und des Krieges sind das wunderbare Worte. Also, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenke und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht,
Sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch am größten unter ihnen, ist die Liebe. Paulus an die Korinther. Das ist das Urchristentum und hat mit dem heutigen Christentum auch nicht mehr viel zu tun. Aber das Urchristentum hat schon eine wunderbare Botschaft. Und ich hoffe, ihr habt sie gehört. Danke. Ja, als ergänzend möchte ich noch dazu sagen, ja, die Liebe ist das Größte. Aber lasst Liebe alles mit sich geschehen? Nein, Liebe kann sich auch abgrenzen. Liebe kann auch um den Tisch schauen und sagen, nein, mit mir nicht. Das muss man auch verstehen. Es ist kein passiver Zustand. Danke. Super. So. Gut, Charlotte, danke für das Gedicht, für das der Bibel, danke. Und wie der Matthias gesagt hat, ja, ich kann mich ihm da voll und ganz anschließen. Und noch was. Lasst uns jetzt gemeinsam, und dieser Ruf gilt der ganzen Welt, lasst uns jetzt gemeinsam die Schriften erfüllen. Es muss endlich erfüllt werden. Und die Zeit ist jetzt gekommen. Die Zeit der Erfüllung der Schriften. Und das bedeutet die Einheit. Die Einheit zwischen Gott, dem Menschen, diese Einheit. Das, was Jesus gepredigt hat. Ich und mein Vater sind eins, genauso wie ihr eins seid mit uns. Einheit. Und lasst uns diese Schriften jetzt erfüllen. Es ist jetzt die Zeit dazu gekommen. Endgültig. Es ist da. Und es wurde gesagt, für die zweite Wiederkunft des Messias, des Christus, sie wird kommen mit einer großen Überraschung. Und viele Menschen werden überrascht sein und werden ihn nicht erkennen. Warum werden sie ihn nicht erkennen? Weil sie ihn irgendwo suchen, irgendwo über den Wolken. Sie suchen ihn irgendwo. Es steht geschrieben, rennt nicht hin, wenn sie sagen, der Christus ist hier oder dort. Rennt nicht hin, denn er ist nicht dort. Und was hat Jesus gesagt? Das Himmelreich, das Königreich Gottes ist bereits hier. Es ist in euch, in eurem Herzen. Und genau so ist es und war es und wird es immer sein. Die Ewigkeit, das ist unser Sein. Das ist unser Herz, unser spirituelles Herz, das uns eint. Lasst uns die Schriften erfüllen. Jetzt muss es passieren. Das Königreich kommt jetzt auf diese Welt. Das Königreich Gottes, das wahre Königreich, mit in seinem Namen, ich bin. Und dieses Ich Bin ist
Der Name, unser gemeinsamer Name, alles andere kommt danach. Dieses Ich Bin kommt aus dem Gefühl unseres Herzens, unseres Sein. Ich muss noch dies machen, ich muss noch jenes machen. Ich. Und da ist dieses Sein, das ist das, was uns eint. Wo wir zusammen sind, wo wir die Welt schaffen, wo wir die Welt erschaffen. In dieser Einheit werden wir dieses Königreich errichten und lasst uns die Schriften jetzt erfüllen. Jetzt ist die Zeit gekommen und sie ist jetzt gekommen, diese Zeit. Liebe Freunde, Friedensbauerkreis. Herkommen bitte. Hey Oliver. Ich muss den gleich schließen. Schau. Schau doch mal hier. Den Hektar rein. Ja, mach den Hektar rein. Liebe Freunde, super. Wir haben unsere Kraft, unsere Macht. Wir tragen sie im Herzen. Wir tragen sie auch immer hierher am Mozartplatz, jeden Sonntag und auch jeden Dienstag nach allein. Das ist, was uns eint. Jetzt gerade durch das, dass wir hier einen Kreis bilden und uns die Hände geben. Wir sind, das ist ein Zeichen der Verbundenheit in unserem Herzen. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit mit den mit allen Menschen auf dieser Welt, mit allen Wesenheiten, mit der ganzen Schöpfung. Wir sind das Licht, wir sind die Menschen des Lichts. Wir geben mit einem lautstarken Friede, diese Kraft und diese Macht allen Menschen und allen Wesenheiten auf dieser Erde. Okay, und Friede! Bravo!